Herzlich willkommen beim Immobilien-Starter-Podcast. Mein Name ist Christian Schönfelder und das ist der Podcast, der dir hilft, deine Immobilienstrategie zu finden und mit Immobilien dir dein persönliches Vermögen aufzubauen. Immobilien-Starter-Podcast, Folge 36. Hallo, herzlich willkommen bei dem heutigen Immobilien-Impuls. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe eine kleine Neuerung, die vielleicht ganz spannend sein könnte. Ich würde es mal ausprobieren, mal schauen, wie dir das gefällt. Gib mir bitte unbedingt ein Feedback, ob du darauf klarkommst, ob du das cool findest, ob du das vielleicht zu wenig Content ist oder ob dir die Tipps vielleicht auch helfen. Und mir geht es darum, kurze Folgen zu machen, vielleicht nur 3, 4, 5 Minuten und da einfach dir einen Impuls zu geben, was du tun kannst, um dich ins Handeln zu bringen, um dich wirklich noch mehr zu unterstützen, dass du Gas gibst, nachschaust und deine eigene Investitionen in die Hand nimmst. Gib mir gerne ein Feedback. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Format dir was taugt. Und starte jetzt mit dem heutigen Thema. Das Jahr ist bald zu Ende. Schau nach, was liegen geblieben ist und wie du damit umgehst. Ich habe festgestellt, dass das Jahr bald zu Ende ist. Das hat sicherlich jeder von euch schon gesehen. Das ist vollkommen verrückt, wie schnell das schon wieder ging. Es ist Weihnachten schon fast vor der Tür. Wir haben Anfang Oktober noch 2 Monate und das Jahr geht in den letzten Monat, der meist geprägt ist von weihnachtlichen Vorfreude und gar nicht mehr so einer hohen Produktivität. Ich hoffe, dass du bisher schon einen Großteil deiner Ziele umsetzen konntest und habe einen kleinen Tipp für dich, den du vielleicht beherzigen kannst, wenn du jetzt deine Investments noch nicht komplett getätigt hast. Und das geht vielen so, dass im letzten Quartal nochmal Gas gegeben wird, Geld unter die Leute muss, es muss einfach das Geld nochmal gedreht werden, angelegt werden, die Deals abgeschlossen werden. Und es bedeutet meist, dass wir mal noch ein bisschen eine Preissteigerung erleben. Aber was auch passiert ist, dass Immobilien einfach nicht ging, dass die einfach liegen geblieben sind. Und wenn du meine Rat befolgt hast, hast du dir von den Portalen durchaus einige Newsletter eingerichtet. Du hast dir das eingerichtet, dass du Immobilienangebote bekommst. Und mitunter tauchen die Angebote immer wieder auf. Du kriegst immer wieder dieselben Immobilien zugeschickt zum gleichen Preis. Oder du kannst jetzt, nachdem du die letzten Monate da nicht mehr reingeschaut hast, die Portale gerne mal bedienen, gibst deine Kriterien ein. Und wenn du Immobilien siehst, die du damals schon gesehen hast, die du spannend fandest, aber einfach zu teuer, die dir von der Lage gepasst haben, vielleicht so von den Bildern gepasst haben, aber es war einfach zu viel Geld, was der Eigentümer haben möchte, dann schau dir die Immobilie jetzt nochmal genauer an. Wenn die immer noch in dein Suchprofil passt und dir immer noch gefällt, wäre es nach der langen Zeit vielleicht sinnvoll, hier mal ein Angebot zu platzieren. Jetzt aber bitte nicht einfach plump den Anbieter anschreiben, beziehungsweise Eigentümer anschreiben oder anrufen und ein beschämendes Angebot abgeben, sondern schau, dass du auf Augenhöhe mit ihm sprichst, dich vielleicht versicherst, ob er wirklich verkaufen möchte, ob ihm das ernst ist mit der Immobilie. Du siehst, dass das schon lang angeboten wird. Du dich fragst bei dem schönen Haus, warum das so ist, bei der schönen Wohnung. Du hättest sie gern gekauft, dir war das bisher immer zu viel Geld und wie sieht denn der Eigentümer das? Wo sind die Probleme? Möchte er noch verkaufen? Und kann er sich vielleicht vorstellen, mit dir in die Verhandlungen zu treten und den Preis abzusenken? Genau besprechen solltest du deinen Preis oder dein genaues Angebot solltest du wahrscheinlich erst abgeben, wenn du auch so noch ein paar Argumente in der Hand hast, in der Wohnung mal drin warst, das Haus von außen gesehen hast, dir so die Mikrolage angeschaut hast, vielleicht so noch ein paar Punkte, Argumente an der Hand hast, die eine Rechtfertigung einer Kaufpreissenkung einfach unterstützen. Meinetwegen das Treppenhaus muss nochmal gemalert werden, die Fassade sieht auch so nicht mehr schön aus. Der eine Leerstand hier ist ja auch jetzt schon das letzte halbe Jahr. Wie schaut es da aus? Können wir uns da irgendwo bewegen mit dem Preis? Und dann möglichst nicht zu unverschämt und auf Augenhöhe mit dem Eigentümer. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, denn wenn jemand eine Immobilie verkaufen will und der Preis nicht realisiert wird, dann wird der Markt schon den Preis einregeln und ich hoffe, dass du mit dem Eigentümer den richtigen Preis, den richtigen Marktpreis findest und du so noch zu einem schönen Immobilie kommst, die nicht nur dir, sondern vielen anderen auch zu teuer war. Ich wünsche dir viel Erfolg, das soll es gewesen sein, kurzer Impuls, ein Immobilienimpuls. Alles, alles Gute und die besten Investments.
Soweit zum Podcast. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Die Shownotes zur Sendung findest du unter www.christianschönfelder.com/blog/isp000. Also drei Ziffern und am Ende einfach deine Folge rein. Für die Folge 10 zum Beispiel 010. In der Zwischenzeit kannst du mehr über den Podcast erfahren auf der Facebook-Page. Hier liest du mehr zu den neuen Themen der Sendung, zu den nächsten Interviewpartnern. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Gern auch mit Rezension. Vergiss bitte auch nicht, den Podcast weiterzuleiten und die alten Folgen auf der Homepage zu checken. Schön, dass du da warst. Auf bald, dir die besten Investments.